Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, kennt ihr das, wenn ihr Entscheidungen getroffen habt und später ins Grübeln kommt, ob die so richtig waren? So ging es mir bei dem Thema Sport. Wisst ihr, nach meiner Reha war ich ganz schön einsam und ich habe keinen Sinn im Leben gehabt, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich hatte keine Freunde etc. pp. Zumindest die ersten Jahre. So, im Rahmen des Ehrenamtes hatte ich dann wieder so ein paar Mal die Fragestellung, beziehungsweise es gab dann auch ein paar Mal so diese Argumentation, was soll ich denn machen, ich habe niemanden, ich weiß nicht, nichts mit mir anzufangen, mit meiner Zeit und im Rahmen des Fernstudiums gab es dann die Aufgabe, ein Interview zu machen aus dem Bereich Sport. Und ich habe mir dann Anne Patzwald überlegt, zu fragen. Und sie hat sich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und ich habe die Gunst der Stunde mal genutzt und wollte mal horchen, was das mit Sport noch so hat. Als Therapie, ja, wird das definitiv angeboten, was ich abgelehnt habe. Aber Sport ist ja noch viel mehr als nur eine Anstrengung und vor allen Dingen eine Aktivität, die du alleine machen kannst. Und mit den Antworten hat sie mir das bestätigt, was ich vermutet habe. Was im Nachhinein nicht so gut war. Dementsprechend hört es euch an, macht eure Gedanken dazu und mehr sage ich dazu nicht, ist jedem selbst überlassen, aber ich bereue es irgendwie. Viel Spaß mit dem Interview und danke, Anne. Ich bin nicht nur Rollifahrer, ich bin auch Ergotherapeutin, ich bin auch Profispieler, ich spiele Rollstuhlbasketball. Ich habe ganz, ganz viele Rollen. Biggie Baskets ist mein Team, aber auch bei der Arbeit ist das mein Team. Der Job ist perfekt für mich. Also in der Reha fängt man ja an, erstmal Sport zu machen und ich durfte da auch beim Tischtennis mitmachen, beim Badminton, beim Basketball. Ich war schon immer sportlich und ohne Sport kann ich halt nicht. Und es war so schön zu sehen, dass trotz Querschnittslähmung man Sport weitermachen kann. Ich glaube, ohne den Sport wäre ich lange nicht so selbstständig gewesen. Oder würde ich nicht sein. Weil ich würde A, nicht so viele Menschen kennen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und hätte mir nicht so viel abschauen können. Wüsste vielleicht auch nicht, wie ich in einen hohen Bulli einsteigen könnte, zum Beispiel. Weil das habe ich alles gelernt um den Sport drumherum. Aber der Mannschaftssport hat mir super viel geholfen, weil man dann zu Turnieren gefahren ist. Ich wäre niemals geflogen. Ich bin bis jetzt immer nur wegen einer Sportveranstaltung geflogen. Und es wäre alles nicht passiert und damit hätte ich auch die Welt gar nicht so gesehen. Wie oft mache ich Sport? Oh wow! Normalerweise versuche ich momentan 4 bis 6 Mal Krafttraining zu machen. In der normalen Saison Rollschuhbasketball 5 Mal die Woche im Teamtraining plus ein Spiel am Wochenende. Wenn ich Nationalmannschaftszeit habe, da trainieren wir halt pro Tag 6 Stunden ohne Probleme. Die Woche, wo ich am wenigsten trainiere, ist wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr. Da sitze ich mehr bei meiner Familie auf dem Sofa. Aber ansonsten ja, 15 bis 20 Stunden in der Woche. Also meine Sportarten früher waren so Judo, Klettern, Fußball. Schwimmen in der Freizeit, aber Judo, Klettern, Fußball im Verein. Jetzt spiele ich Rollschuhbasketball, gehe zum Krafttraining, spiele manchmal gerne Badminton, gehe weiterhin schwimmen, gehe weiterhin klettern. Ja, also ich würde schon sagen, genauso sportlich, beziehungsweise vielleicht sogar habe ich mehr Sportarten dazu gewonnen. Da hilft halt wirklich der Mannschaftssport, dieser sozusagen
leichte Zwang, dass man weiß, man hat da einen Termin und man denkt so, oh Gott, ich bin müde, ich bin auf meinem Sofa, ich habe Hunger, ich habe keine Lust zu trainieren oder habe Muskelkater. Aber dann weiß man so, oh, dann musst du am Bus sein und dann musst du zum Training und das hilft. Und dann, wenn man da ist und sich im Sportrollstuhl gesetzt hat, dann macht es wieder Spaß. Oder auch hier beim Krafttraining, wenn ich dann einen Tag mal nicht da war oder mal zwei Tage am Stück nicht da war, dann wird direkt nachgefragt. Das ist manchmal so, wenn man vorher dachte, oh Gott, nee, heute gehe ich nicht, aber dann geht man doch. Für Sportanfänger habe ich wirklich den Tipp, geh in eine Mannschaft oder geh irgendwo hin, wo du feste Termine hast. Weil das fehlt manchmal, um den Antriebswillen, dann regnet es draußen, man denkt, oh Gott, nee, es regnet, ich will nicht raus. Wenn man einen Termin hat, den man fest eingeplant hat, dann macht man den. Und irgendwann ist es dann so, dass man das dann auch irgendwann viel mehr für sich selber macht und nicht nur fürs Team, sondern auch selber hingeht, so ich hab Bock, ich will zum Sport. Man kann viel Neues lernen, in der Reha kriegt man die Basics, aber da kommt noch viel, viel mehr.